Passion. Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns wieder mal mit SBC-Spielern. Wir haben gestern Abend die Showdown SBC zu AS Rom gegen Juventus Turin bekommen mit Wijnaldum für AS Rom und Pogba für Juventus. Und dann am Sonntag, glaube ich, ist auch Gravenberch mit dem FC Bayern gekommen, sprich Gravenberch beim FCB aus der Bundesliga, auch mit einer sehr starken Karte und da will ich auch noch ein paar Sätze zu sagen. Also, wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und supportet mich extrem. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen rein und beschäftigen uns erstmal mit Wijnaldum, weil er ist der Einzige, der hier noch im SBC-Menü zu sehen ist. Die anderen beiden habe ich gemacht. Und ja, Wijnaldum auch wieder ein ZM. Alle drei Spieler heute im Video sind ZMs und wir hatten schon weitere Mittelfeldspieler, auch während Futis, die ZMs waren, Barella, Mondi. Und es kommen sogar noch welche. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Da kommt sogar ein ganz, ganz besonderer Spieler, der für viele FIFA-Spieler sehr, sehr beliebt immer ist. Aber erstmal zu Wijnaldum. Heftige Stats. Eriksen ist, by the way, auch im Mittelfeld gekommen vor kurzem. Spieler, der mir eingefallen ist, der auch ein Upgrade bekommen hat, denn United hat echt sehr stark gespielt gegen Liverpool. Das hat viele gewundert nach dem Katastrophenstart. Aber jetzt ist der Katastrophenstart bei Liverpool. Und das hier ist ein Ex-Liverpool-Spieler mit Gini Wijnaldum. Heftige Stats, spielt jetzt bei AS Rom, hat 5-5, hoch Arbeitsrat, also nicer Box-to-Box-Spieler mit heftigen Stats. Und da braucht man gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Was soll ich denn jetzt großartig zu Wijnaldum sagen? Ja, hier, ich könnte jetzt überall die heftigen Stats aufzählen. Es ist definitiv eine krasse Karte. Preis der SBC liegt bei rund 250.000 Coins oder sowas. Nicht mal 180.000 Coins, gerade laut Footbin. Foot ist also nochmal gesunken seit gestern Abend ein bisschen. Und ja, wenn man irgendwie ein Serie A-Team oder sowas hat und den gut einbauen kann, das ist halt schon, muss man halt bedenken. Gravenberch zum Beispiel, da kommen wir nachher drauf. Zu hat mir extreme Probleme bereitet, ihn einzubauen, weil er halt Holländer aus der Bundesliga ist. Und wenn ihr gleich mein Team seht, werdet ihr auch direkt merken, was ich damit meine. Wir haben halt sehr, sehr viele Premium-Footies bekommen im Laufe von Footies. Aber es haben halt diese Premium-Footies auch aus der Bundesliga selbst gefehlt. Wir hatten Coman natürlich vom FC Bayern als Footies. Wo ich leider sagen muss, obwohl ich ja Bayern-Fan bin, dass er mir nicht so gut gefällt. Lacroix war leider kein Premium-Footies. Und das war halt so das Problem. Aus der Serie A haben wir natürlich einen besonderen Premium-Footies bekommen, der bei vielen auch sehr, sehr beliebt ist. Das ist Barella. Der würde natürlich zu jedem einen Strongling geben. Dann gibt es noch so Spieler wie Chiellini oder Cordoba, Hero, Shapeshifter, der ja natürlich auch einen Strongling zu Wijnaldum geben würde. Oder wenn man halt direkt mit Pogba linken will, kann man den natürlich auch mit Pogba linken. Ansonsten muss ich sagen, dass ich Wijnaldum nicht mache. Einfach aus dem Grund, weil ich ihn nicht wirklich einbauen kann in mein Team. Ist für mich zu schwer. Und wir haben halt einfach so ein Überangebot an ZMs in letzter Zeit bekommen. Ja, alleine heute im Video haben wir drei Stück. Wir hatten Eriksen jetzt vor kurzem. Und dann kommt jetzt die Tage auch noch dieser gute Mann hier. Und zwar Renato Sanchez wird im Laufe der Preseason-Kampagne auch noch als PSG-Spieler kommen. Leider werden die nicht diese dynamischen Bilder haben. Ich glaube, das hat da auch mit Lizenzdingern zu tun, dass sie bei den neuen Transferspielern noch nicht die Lizenz dafür haben, um dynamische Bilder mit dem neuen Trikot auf die Karte zu ballern. Deswegen haben die alle das ganz normale Playerface drauf. Und ja, Renato Sanchez, die Sets sind natürlich predicted, aber der Typ wird übertrieben heftig. Und den kannst du halt deutlich, deutlich leichter einbauen. Du hast halt Neymar-Footies gehabt, das ist schon mal ein Strongling zu ihm. Du hast Ben Yedder-Footies, das ist halt auch ein Strongling zu Renato Sanchez, weil der halt ein Premium-Footies ist. So, weißt du, hast du schon zwei easy Stronglings für einen Renato Sanchez. Dann hast du theoretisch noch einen Sergio Ramos-Shapeshifter, der für mich einer der besten Sechser im Spiel ist. Es ist halt so viel leichter, einen Renato Sanchez dann einzubauen als einen Gini Wijnaldum. Und das ist bei mir wirklich der Hauptgrund dafür, warum ich einen Wijnaldum nicht mache. Meine Wijnaldum könnte auch noch eine heftige Karte werden, weil wenn Rom gewinnen sollte, kriegt er ein +2-Upgrade. Und das ist ja nicht mal so abwegig. Juventus spielt bisher, halt, habt ihr das Spiel am Montag von Juve gesehen? Das hat noch keinen Hand und Fuß, so was Juve aktuell spielt. Dementsprechend ist das nicht mal unwahrscheinlich,
oder unmöglich, dass Rom hier das Spiel gewinnt. Und dann wäre dieser Wijnaldum von den Stats ja noch heftiger. Also wenn ihr ihn ohne Probleme einbauen könnt, definitiv eine Empfehlung. Bei mir liegt es wirklich nur daran, dass ich ihn nicht einbauen kann, dass ich ihn nicht mache. Kommen wir dann zum anderen Showdown-Spieler und das ist Paul Pogba. Auch ein Neuzugang von Juve, der leider noch nicht spielen kann bei der Juventus, weil er halt mal wieder verletzt ist, was sehr, sehr schade ist. Auch hier endlich eine Pogba-Karte in diesem FIFA mit sehr starken Stats, muss man sagen. Aber es gibt hier so ein paar knifflige Dinger, auch im Camp-Style. Ich habe jetzt hier Shadow drauf bei Pogba. Das kommt jetzt drauf an, wenn man ihn macht, wie man seine Position interpretiert. Soll er eine etwas offensivere Haltung haben, sprich wenn er eine Doppel-6 spielt und er ist der offensive Sechser, dann wäre Shadow wahrscheinlich gar nicht der Camp-Style, den man auf ihn draufpackt, sondern eher sowas wie ein Engine, weil um Beweglichkeit und Balance nochmal zu pushen, Tempo wird dann auch nochmal gepusht, Passwerte werden dann komplett gemaxt gefühlt. Er hat ja schon 97 kurzer Pass und 99 langer Pass, da kann man nicht mehr so viel machen. Wenn er aber eher defensiver orientiert sein soll, dann ist Shadow, glaube ich, schon ein sehr guter Camp-Style, weil wir somit auch das Tempo komplett maxen. Er hat halt leider nicht die beste Aufteilung zwischen Antritt und Sprintgeschwindigkeit, aber mit Shadow kommen wir dann auf 99 Pace und pushen dann auch nochmal sein Defensivbewusstsein. Defensivbewusstsein ist immer dann wichtig für einen Spieler, dass wenn er out of position ist, sagt dieser Wert zum Beispiel aus, wie schnell er zurück auf seine Position kommt. Sprich, wenn er ein defensiver Sechser, also wenn er defensiv orientiert ist, wollte er natürlich, dass er, wenn er mal nach vorne geht, so schnell wie möglich wieder auf seine Position zurückkommt oder wenn er allgemein mal out of position ist. Ich habe Shadow drauf, weil bei mir ist er etwas defensiver orientiert. Bei den Trades haben wir auch eine Masse an Trades. Der einzige Trade, der leider fehlt, ist der Finisher Trade. Ansonsten sehr nice Trades bei Pogba und ebenfalls mit 5-5. Ein Spiel habe ich mit ihm jetzt hier in der Statistik. Ich habe schon mehrere Games auch mit ihm gemacht. Aber aus diesem Competitive-Ding, da zählen die Spiele halt nicht in die Statistik rein. Und ich kann euch dazu sagen, dass Pogba mir sehr gut gefallen hat. Sehr, sehr präsent. Es hat wirklich viel Spaß gemacht mit Pogba. Auch obwohl ich seinen Beweglichkeit und Balance-Wert nicht gepusht habe, hat er sich bei mir trotzdem sehr nice angefühlt. Auch sein Left-Stick-Dribbling war gar nicht so schlimm, obwohl er 1,91 groß ist, wo man ja erstmal denkt, okay, das könnte ein LKW sein. Aber es hat sich echt nice angefühlt, mit Pogba zu spielen. Er hat halt so ein eigenes Player-Model und Pogba eigentlich, wenn er eine geile Karte im FIFA hat, ist er eigentlich immer sehr nice. Und genau das ist jetzt mit Pogba am Start. Pogba hat mir zum Beispiel viel mehr Spaß gemacht als ein Grafenberg mit Pogba zu spielen. Und Stichwort Grafenberg, kommen wir gleich zu. Das ist halt das Team, mit dem ich spiele. Und ihr seht jetzt hier schon, es ist für mich extrem schwer, hier einen Wijnaldum einzubauen oder einen Grafenberg. Für Grafenberg, um ihn zu testen, musste ich halt ein anderes Team nehmen. Und zwar sah das Ganze dann so aus, dass ich halt hier mit Leroy Sané und Davis spielen musste, damit ich Grafenberg eingebaut bekomme. Und dann habe ich halt hier Son Maximin auf 7 Chemie. Ich könnte auch Salah auf Fullcam hier haben, wollte aber eher für mich halt Son Maximin haben, weil ich ihn auf der Position, wo er dann eingesetzt wird, besser als Salah finde. Aber bevor wir auf Grafenberg kommen, nochmal kurz zu Pogba. Wie gesagt, Pogba hat mir spielerisch extrem gut gefallen. Ihr könnt ihn halt im Mittelfeld wirklich, theoretisch kann man ihn auch als Zehner einsetzen, je nachdem mit welcher Formation er spielt, würde ich jetzt nicht empfehlen, um sein ganzes Potenzial zu bekommen. Eher Achter oder Sechser, definitiv. Die Arbeitsraten hoch, mittel. Er ist bei mir der Sechser, also beziehungsweise etwas defensiver orientiert. Ich habe hier ein Dreier-Mittelfeld. Er ist der am defensivsten orientiert ist, weil er bei mir als einziger Spieler im Mittelfeld hinten bleiben bei den Angriffen bekommt. Und die Arbeitsraten hoch, mittel sind da nicht schlimm. Ja, ich hatte davor Ramos auf derselben Position. Ramos hat ja auch dieselben Arbeitsraten. Und das hat sich nicht negativ darauf ausgewirkt. Pogba stand immer gut, hat die Lücken gefüllt und war defensiv auch sehr präsent. Und in der Offensive, wenn der mal nach vorne rückt, dann ist der auch ganz nice. Vor allem seine Bälle, wenn ihr dann den Ball erobert habt und einen langen Ball spielen wollt mit Dreieck, die kommen wirklich zuckermäßig. Wirklich, die sind super. Wenn ihr Pogba macht, probiert unbedingt diese Dreiecksbälle mit Pogba. Die sind top, wirklich überragend. Pogba kostet rund 200 oder 300.000, ja, 290.000 Coins aktuell und ist halt
teurer als Wijnaldum, wahrscheinlich weil er bei Juve spielt, aber auch weil er Franzose ist und dementsprechend besser linkbar ist, auch in diesen Hybrid-Teams, wie hier für mich. Es gibt so viele Footies-Franzosen, da war es halt ziemlich einfach, Pogba einzubauen. Und zu Gravenberch kann ich sagen, ich habe mit ihm auch mittlerweile mehrere Spiele gemacht. 9 auf der sind in der Statistik, sind aber bestimmt um die 15 Spiele, die ich mit Gravenberch gespielt habe. Geiler Box-to-Box-Spieler, muss ich sagen. Ich interpretiere Gravenberch auch von seiner Position etwas anders als Pogba. Hat bei mir nicht dieselbe Position eingenommen, die Pogba hatte, sondern eher die des Box-to-Box-Spielers, so wie auch seine Arbeitsraten es vermuten lassen. Hat leider keine 5 Sterne Weak Foot. 5 Sterne Skills sind am Start, kostet rund 110.000 Coins, also ist nicht teuer. Wirklich das einzige Problem, was ich mit Gravenberch hatte, ist, wie ich ihn ins Team eingebaut bekomme. So beim Campstyle braucht ihr jetzt nicht drauf achten, er kriegt hier gerade nicht den vollen Push, weil er auf der Bank ist. Aber ja, die Stats von Gravenberch sind natürlich auch heftig. Er lässt sich sehr, sehr geil spielen. Wenn ihr ihn eingebaut bekommt, ist der Typ auch absolut zu empfehlen. Also grundsätzlich, die Karten, die aktuell rauskommen, die sind halt alle gut. Da müsst ihr einfach nur gucken, auf wen habe ich Bock. Ja, das ist die erste Frage. Und kriege ich ihn, ohne wirklich krass viele Abstriche machen zu müssen, gut ins Team eingebaut. Zum Beispiel Gravenberch, da musste ich halt Abstriche machen. Ich musste halt Davis und Leroy Sané einbauen und dafür Spieler wie Mondi und einen Neymar aus meinem Team rausnehmen. Ja, das war für mich persönlich, von Neymar auf Sané ist ein Downgrade und von Davis auf Mondi ist nicht zwingend ein Downgrade, hat aber dazu geführt, dass ich das Team trotzdem irgendwie komischer hat spielen lassen als davor. So, das ist das Ding, was ihr euch auf jeden Fall immer beachten oder was ihr immer beachten müsst, wenn ihr eine Karte überlegt zu machen. Passt der ins Team und habe ich Bock auf den? Egal welche Karte aktuell rauskommt, die werden alle stark sein. Egal ob es jetzt ein Nunez war, der vor kurzem rauskam, ob es ein Eriksen ist ja jetzt sowieso heftig mit seinem Upgrade. Ob es Lewandowski ist, bei Lewandowski muss man sich halt fragen, brauche ich 5 Sterne Skills oder nicht, aber dazu habe ich ja schon in meinem letzten Video genug zu gesagt. Und ich will euch jetzt auch noch was mit auf den Weg geben. Wir haben Renato Sanchez ja gesehen, dass er als SBC kommt. Und vielleicht, damit ihr auch ein bisschen vorausplanen könnt, zwei weitere SBCs, die auch noch kommen. Wir haben unter anderem den guten Toni Rüdiger, der von Real Madrid kommt. Wird geil. Stats sind natürlich auch wieder nur predicted, aber er wird kommen. Wird bestimmt eine sehr nice Karte. Wird auf jeden Fall hier auf YouTube auch noch ein Video zu kommen von mir. Renato Sanchez habe ich vorhin schon mal gezeigt und Erling Braut Haaland wird auch kommen. Hier ist natürlich auch wieder der Faktor, wie viele Sterne Skills, wie viele Sterne Weak Foot wird er haben. Mit einer geilen Kombination könnte das wirklich ein heftiger Spieler sein. Aber ich glaube halt nicht, dass er 5 haben wird. Vielleicht mit Glück 4, 5 oder sowas. Wir werden es sehen. Wir werden dazu natürlich auch ein YouTube-Video bringen. Ist gar keine Frage. Aber das soll es gewesen sein. Ja, wieder mal ein kurzer Einblick in die Spieler, die aktuell rausgekommen sind als SBC. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben da, Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ich bin raus. Peace out und ciao.